Willkommen zu einer neuen Folge Horsehaven World Adventures. Ja, wir starten heute bei einem neuen Pferd in der Box. Und zwar ist das der Vitor. Vitor ist unser Wassermann Stufe 2 Hengst. Und ja, den habe ich schon erwachsen werden lassen. Ich habe gehofft, dass ich mit ihm dann mit einer Stufe 2 oder 3 Stute züchten kann. Leider war das bis jetzt nicht der Fall. Das bedeutet, wir werden mit seiner Mutter und dem Stufe 3 Hengst, der hoffentlich noch zur Zucht bereitsteht, versuchen, ein Stütchen zu züchten für ihn. So, und danach schicken wir dann erstmal den Rest auf die Weide, würde ich sagen. So, Level 44 müssen wir finden. Und jetzt hier. Ich glaube, Großbritannien war es. Ja, hier steht er. Aber erstmal streichen wir alle Pferde. So, wir bekommen blaues Futter. Und versuchen mit Josh und Woody unser Glück. 61.000 kostet das und Stufe 2 wäre Hengst. Toll. Stufe 1 ist eine Stute, supi, und 5%. Ja, Stufe 3 nehmen wir natürlich auch, aber 5%, seien wir ehrlich, verschwindend gering die Chance und es wird Stufe 1. Es wird eine Stute, aber ja. Wir versuchen es dann später nochmal. Oh, da war ein American Indian. Dann sollten wir vielleicht zwischendurch nochmal da hinschauen. Ich habe auf jeden Fall zwei Wagen nach Montana bringen lassen, damit wir da weiterzüchten können, denn in Frankreich steht ja unser American Indian. Da habe ich auch schon einen Zuchtversuch unternommen, der aber, meine ich, nicht geglückt ist. Das schauen wir gleich nochmal. Aber vielleicht hätten wir ja mit dem... Ich habe, glaube ich, mit Stufe 3 gezüchtet. Mit Stufe 4 wäre natürlich nicht verkehrt. Glaube ich. Wir versuchen es dann auf jeden Fall mal, wenn es passt. So. Die sind auf der Weide. Wir schauen erstmal zur Post. Ach ja, Dressur müssen wir noch dran teilnehmen. 4200 Münzen haben wir verdient. Die Pferde wurden auch gestreichelt bei uns. Werbung schauen wir jetzt nicht. Tagesbelohnung nicht abgeholt. Und das Dorf wurde besucht. Wir wissen leider nicht von wem. Ich würde sagen, wir gucken dann nochmal hin, wenn wir in Frankreich sind und dann theoretisch auch gleich, wenn möglich, züchten könnten. So. Ja, hier stehen noch unsere Zwillinge und die beiden Wagen. Wir gucken gleich mal. Vielleicht können wir die Zwillinge ja schon nach Großbritannien bringen. Da erweitern wir ja gerade die Oase. Ich glaube, selbst wenn wir heute verkürzen, wird sie aber noch nicht fertig. Oder wir müssten noch ein paar Diamanten einsetzen, was... wir theoretisch machen könnten. Mal gucken. Je nachdem, wie viel es sein wird. So, und wir könnten auch nochmal schauen, wie lange das Züchter-Event hier noch läuft mit dem Spinell-Feenpferd. Wenn Amy sich dann doch mal dazu entschließt, uns züchten zu lassen. So, Tuniko und ich weiß jetzt nicht, wie unsere Stute heißt, aber wir werden es gleich wissen. Rosi. So, die beiden versuchen es. Stufe 3 wäre ein Hengst.
Nee, das sieht nicht gut aus. Noch ein Stufe 2er. Gut. Dann, ach so, das Züchter-Event, wie lange? 3 Tage. Okay. Gut, dann schauen wir jetzt aber erstmal nach Frankreich. So, dann haben wir hier einen American Indian. Aber ich glaube, das war auch eine Stute, ja. Und Stute brauchten wir ja nicht. Die kleine Maus schicken wir erstmal auf die Weide. Also wir könnten mal gucken. Die Waage Stufe 2, ob wir die verkaufen können. Also verkaufen können wir sie auf jeden Fall, aber auch eine Maya. Ich würde sagen, wir trainieren auch sie nochmal. Jolandi, weiß ich nicht, wie weit sie ist. Und sie hat auf jeden Fall Level up. Level 12. Ja, ist eigentlich 66 Diamanten ist okay. Schauen wir mal zu ihr in die Box. Und wir hätten nochmal die Chance auf weitere Diamanten. Aber natürlich, sie bekommt Geschwindigkeitsverbesserung. Okay, dann gucken wir mal, dass wir sie vielleicht noch verkaufen. Wenn wir 66 Diamanten, könnten wir ja vielleicht sogar schon die Chance haben, die Oase damit dann vollständig aufgewertet zu haben. Aber es ist natürlich auch blöd, gerade Diamanten zu bekommen und sie sofort wieder rauszuschmeißen. So, American Indian. Eine Stute. Okay. Dann nicht. Achso. Ja, ist auch blöd. Wir hätten ja auch mit dem Stufe 3er züchten können, ne? Dann müssen wir jetzt wieder hier reinschauen. Das dauert wieder. Ich hoffe, er steht noch draußen. Und zwar fangen wir mal Montana an. Ich glaube, aber es war auch Montana. Ja. Okay, hier steht auch ein Eisderby. Ja, Eisderby. Ja, leider bringt uns das nichts. Wir haben ja das Wassermann Stufe und Stute. Dann sind das hier. Aha. Merken. Oder besser noch notieren. Und das hier ist Vito, ein Stufe 3er Hengst. Und mit dem möchte ich eigentlich züchten. Und hier ist Ginny, unsere 3er Stute. Und jetzt hoffen wir wenigstens erstmal auf einen Stufe 3 Hengst. Ja, die Chance gibt's. Naja. Es wird der Hengst. Sehr schön. Wenigstens das. Okay. Gut, und den Wassermann hier, den müssen wir uns... Ach nee, doch, die Stute. Aber die züchten offenbar selber gerade. Vielleicht haben wir ja trotzdem bald eine Chance hier auf einen Zuchtpartner. Dann kriegen wir auf jeden Fall Stufe 2. Und vielleicht dann sogar mal eine eigene Stute. Und bei Jolandi verkaufen... Ja, nee, wir verkaufen sie jetzt. Wir kriegen genug Pferde, die wir trainieren müssen momentan. Und ja, 66 Diamanten
nehmen wir. So, dann geht's erstmal nach Deutschland. Ja, hier ist alles noch voll, aber wir können eh noch nicht wieder züchten. Trotzdem müssen wir hier auch bald jemanden verkaufen oder... Ja, so viel Platz haben wir momentan nicht. Wenn die Oase fertig ist und wir in Amerika ein bisschen Platz haben, können wir mal ein oder zwei Pferde rüberschicken. So. Also unsere Scheune ist auch zwischendurch ziemlich leer geworden. Ich habe gestern noch einige Pferde gefüttert und... ja, es hat uns ein bisschen Erfahrung gebracht, aber teilweise haben wir jetzt ein bisschen Mangel an einigen Sachen. Achso, ja, Soja sollte ich nochmal ernten. Aber es ist nicht verkehrt. Zwischendurch mal. Oh, Molly und Proko. Ja, eine Trainingseinheit wäre schon schön für die beiden noch. Ich glaube, sie steht noch gar nicht lange hier. Die muss, glaube ich, auch noch einiges... Also es wäre zumindest schön, wenn sie noch einiges an Training absolvieren könnte. Sie bringt auch... Die Stufe 2, die bringt auf jeden Fall mehr. Ja. 49 und hier sind es nur 33, obwohl ein Level drüber ist. Die geht mit auf die Weide. Die Waage ist ja auch Stufe 2, aber... Schauen wir mal, wie weit die ist. Oder eher. 8. Auch wenn sie jetzt beim Training ja mehr Erfahrung bekommen sollen. Na gut, Stufe 1 ist jetzt auch nicht so. Komm, wir verkaufen jetzt einfach noch eine Waage. Wir haben so viel. Dann haben wir Platz für das nächste. Wir haben unser Engelpferd. Den schicke ich einfach auch nochmal mit auf die Weide. Irgendwie möchte ich ihn jetzt nicht verkaufen. Und wir schauen nach Großbritannien, nach unserer Oase, die erweitert wird. Und mal ja, zu den anderen Wagen vielleicht. Kriegen wir ja hier heute Stufe 3. Achso, habe ich mal geschaut, wie es melonenmäßig aussieht. Und ja... Machen wir erstmal hier den Salat. Züchten ja doch momentan relativ viel, dass wir doch wieder eigentlich das ganze Geld, was wir einnehmen, ausgeben. So. Hier können wir um Hilfe bitten. 110 Diamanten kostet es jetzt, wenn wir verkürzen würden. Ich weiß gar nicht, wie viele Oasenerweiterungen wir diesen Monat gemacht haben, aber mit den 20% Rabatt schadet das auch nicht. 55, das heißt, wir hätten sogar noch ein paar Diamanten übrig. So, den Steinbock dürfen wir auf jeden Fall nicht verkaufen. Hier sind die beiden. Ja, eine Waage haben wir zu viel, theoretisch auf Stufe 2. Das ist die Lydia. Könnten sie verkaufen. Und dann die Oase. Das noch lassen und so fertig werden lassen. Wie lange brauchen die? 9 Stunden und 13 Minuten? Nee. Nee, wir lassen die jetzt fertig werden. So. Und, ach so, wir müssen ein Level... aufsteigen, damit wir die weiter aufsteigen lassen können. Aber wir können jetzt gar nicht sehen, welchen Rang sie hat. Ist ja doof. Aber sie müsste Level 16 sein. Weil wir auf Level 17 nämlich wieder 1800 Diamanten zurückbekommen würden. Wir könnten Lydia zwar jetzt reinstellen, aber machen wir nicht. Wir verkaufen sie.
Wir stellen erstmal Lady Libra rein. Wir wissen ja nicht, wen wir irgendwann noch. Sie sieht auch mit der Generation 2 sie sich sehr ähnlich. Ich weiß nicht, haben wir den Hengst hier schon drin oder. Ach, Olivia ist hier drin. Aber die Zwillinge stellen wir auf jeden Fall dann hier rein. Und die Löwen haben wir ja gezüchtet, aber so viel Platz haben wir jetzt momentan noch nicht. Nee. Hm. Okay, ist jetzt auch Stufe 3. Nee. Ach, Lara müsste wieder rein. Die schicken wir mal so. Und dann können wir die Zwillinge rüberholen. Achso, nee, können wir noch nicht, denn wir müssen erstmal die Waage hier wegholen, damit wir züchten können. Und die kommt dann halt nach Montana. Dann können wir die Zwillinge reinstellen. Ist jetzt nur die Frage, Stufe 2, behalten wir die oder nicht? Also Sir Gemini, die beiden stehen fest. Diana und Sir Gemini. Trella würde ich irgendwie gerne behalten, aber das wird platzmäßig noch nicht so passen. Ich weiß auch noch nicht, wir können den Zuchtstall woanders hinstellen, ob wir dann die andere Oase hier mit hinstellen. Da müssten wir aber das Tor versetzen. Da hätten wir hier auch so einen komischen Engpass. Ich weiß es noch nicht. So. Die kommen auf jeden Fall dann in die Oase und wir müssten mal gucken. Wir haben ja auf der Fantasieinsel auch noch Sternzeichen. Momentan. Ja. Glaube ich, können wir die aber noch nicht wegholen, denn wir müssen ja noch einiges züchten. Und alle, die untergebracht sind in Oasen, die wir behalten, müssten erstmal darauf warten, dass wir mehr Platz haben. So, unser letzter Zuchtversuch für heute und es wäre schon irgendwie schön, wenn wir die Waage mal abschließen könnten, damit wir uns vielleicht mal dem, was haben wir hier, den Steinbock, dem Steinbock widmen können oder wir haben den Löwen ja noch in Frankreich stehen. Und den Krebs haben wir auch noch nicht gezüchtet und naja, so einiges, was da noch offen ist. Obwohl Ineas, wir könnten Olivia zum Züchten nehmen, dann können wir nämlich Ineas, trainieren. So, die steht ja in der Oase. Stufe 3 wäre heute eine Stute, die Ruby. Wäre schön, wenn es klappt. Und es klappt. Wir haben die Waage Generation 1 Zucht abgeschlossen. Ein Stütchen. Sehr schön. Ich weiß nicht, ob ich hier die Zucht verkürze. Du kommst auf jeden Fall auf die Weide. Ja, die Zwillinge stellen wir auf jeden Fall erstmal rein. Von daher haben wir dann auf jeden Fall Platz für unser Fohlen. Und dann würde ich sagen, könnten wir hier ja eigentlich mit dem Steinbock weitermachen und. Ja gut, Frankreich versuchen wir jetzt das American Indian. Montana können wir dann die Zucht auflösen sozusagen, die wir heute begonnen haben. Vielleicht könnte ich den Löwen auch nach Montana bringen, dass wir da versuchen, den Löwen zu züchten, wenn ich einen Partner finde. So, achso, nee, ich wollte ja mal gucken, haben wir zwei Stufe 1er? Nee, wir haben nur die Stüte. Das ist blöd, weil wir brauchen auf Stufe 1 auf jeden Fall dann den Hengst. Den müssten wir noch züchten. Das geht aber nur mit unserer Stufe 1 Stute und einem Stufe 2er Hengst. Das müssten wir hier als nächstes noch machen. Das heißt, ich habe auf jeden Fall genug Zeit, hier den Steinbock für den Steinbock einen Partner zu finden. Oder wir haben in Montana ja die Jungfrau stehen, dass wir da dann die Jungfrau züchten. Ja, mal gucken. Je nachdem, wie wir Zuchtpartner finden. Oh. Zählt das schon? Nee, 70 Diamanten.
Ach nee, der Zwilling, genau, wir haben danach nicht noch reingeguckt. Aber wenn wir jetzt die Waage bekommen, die ja so aussehen wird, hätten wir dann nochmal Diamanten. Cool. Aber der Widder sieht auch echt süß aus. Der Krebs, der Schütze, ja, irgendwie essen sie alle. Ich glaube, der Löwe ist so ein bisschen unscheinbar. Den Fisch haben wir auch noch nicht gezüchtet. Aber Stufe 2 haben wir. Ja, müssen wir mal gucken. Am Wassermann sind wir dran. Der Steinbock hätte dann bald, hoffentlich, wenn wir ganz schnell Stufe 1 der Waage als Hengst bekommen, hätten wir da dann auf jeden Fall Platz. Und die Jungfrau sieht auch relativ unscheinbar aus. Also Jungfrau und Löwe. Na gut, der Stier hier auch. Sind, glaube ich, hier so die unscheinbarsten mit der Waage und der Skorpion. Naja, ist ja auch egal. Wir gucken mal. Stufe 2 braucht noch 3 weitere. Kriegen wir auf jeden Fall auch noch hin. Und auf den Skorpion hoffen wir einfach nochmal. Gut, dann würde ich aber sagen, war es das für heute. Ich werde dann gleich noch mit Catania an der Dressur teilnehmen, damit wir weiter Punkte sammeln. Falls wir dann doch nochmal das nächste Pferd trainieren möchten. Ja, was momentan aber recht schwierig in der Entscheidung ist, weil wir einfach so viel theoretisch zur Auswahl haben, die aber nicht die Höchstpunktzahl erreichen können. Von daher. Aber wir haben genug Punkte, dass wir theoretisch auch 2 Pferde austrainieren könnten mittlerweile. Gut, also bis dann. Tschüss.